Bando, meines Erachtens mit einem neuen knusprig und knackigen Banger-Video, yes sir! What do you do, baby, man? It's your boy, UZ. Heute habe ich wieder ein 20 vs. 1 für euch. Ich will nicht lügen, es ist mehr so ein 10 vs. 1. Aber ihr checkt, worum es geht. Wir haben ein 10 vs. 1, I guess. Ich habe hier gleich eine tolle Dame für euch, die sich einmal vorstellt. No gonna lie, bro. She bad, man. Bro, dein horny Arsch, Bro. Ich bin Kaira. Ich bin gerade nach Berlin gezogen. Aus Wien. Ich bin ein Wiener Girl. Hast du einen Type oder so? No. Ich weiß, du hast schon ein paar Boys gesehen. Kein Type? No. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Ganz wichtig. Wir haben bei 30k. Vergesst nicht zu abonnieren. Und viel Spaß beim Video. Yes, sir. Grrr. Im heutigen Video haben 10 verschiedene Jungs die Chance, Kaira kennenzulernen. Mit jedem der Jungs geht sie auf kurze Speeddates und Runde für Runde eliminiert die Kandidaten, bis es am Ende einen Gewinner gibt. Aber stopp! Du willst mehr solche Videos sehen und den Kanal unterstützen? Dann musst du jetzt abonnieren, kommentieren und den Like-Button drücken! Bei 2000 Likes und 200 Kommentaren kommt das nächste 20 vs. 1. Viel Spaß im Video, let's go! Hi. Ich bin Prince, schön dich kennenzulernen. Kaira, glaubst du, er gewinnt wieder, Bro? Okay. Jetzt. Kurz. Okay, also, wo kommst du her? Kommst du aus Berlin? Nee, ich bin Wienerin. Kaira, bewerte mal von 1 von 10 optisch. Also die Schuhe sind mal krass. Shocks, we love some Shocks, deswegen 8,5. 8,5. Bewerte sie mal von 1 von 10. Sag nichts Falsches. Ich mag diese Schuhe. Ich habe sie tatsächlich noch nie so in diesem Design gesehen, sage ich ganz ehrlich. Bro, das also, ist nicht Jib-Check, Bro. Oh, was redest du? I love the Yeezys, I love the face. I'm gonna give you a 9. Ist er weiter oder nicht? Yes, of course. Merci beaucoup. Yes, yes. Thank you very much. Hey! Kaira. Kaira. Mhm. Ich heiße Konrad. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Was erwartest du von dem Tag heute hier? Ich möchte jemanden kennenlernen, oder? Okay. Say less. Ja. Was ist dir wichtig bei einem Mann? Was ist dein Type? Confidence. Oh, meinst du? Willst du sagen, ich bin confident? Yes. Willst du sagen, ich strahle das aus? Ja. Warte, ich gebe dir Little Spam. Ich will kurz downbreaken, so, verstehst du? Ich trage diese unbesiegbare Fitted. Lila. Diese Lederoptik, verstehst du? Yume Yume Slides, low key. Weißt du? Matching Fabrics, ich achte auf Fabrics. So. Okay, ruhige, du bist ruhige. Weiter. Okay, ich bin weiter. Say less. Got you. Hi. Ich bin Arno, ich bin 19. 19. Wie bleibst du? Viel zu alt für dich, ehrlich gesagt. Wie alt? Ich bin 24. Aber Alter ist nur ein Zahl, du. Oh. Mein Bruder ist 17. Das ist halt, du bist halt eher so in meinem Bruderalter als in meinem. Aber er ist schon viel weiter im Kopf als 19. Yeah. Okay, dann. Hast du schon mal eine Konversation mit dem Gefühl, Broskis los? Beweis mir, dass du weiter bist als 19 im Kopf. Machst du so? In seiner Freizeit so. Ja, Bro, hast du mir nicht erzählt, du hast schon ein selbstständiges Business und so? Ich mache gerade Trading, dann ich arbeite noch bei so einer Firma, bei Lange. Uns gehört Loco Chicken und... Euch gehört Loco Chicken? Ja. Weiter! Spaß! Ja. Ah, ist er weiter? Weiter, let's go! Because you got some brain here. Hey, wie geht's dir? Danke, gut, wie geht's dir? Auch super. Ich habe mir das vorbereitet und zwar... Ich habe zwei Bars geschrieben. Ich rap dir was vor. Okay. Mir gefallen deine weißen Zähne. Sie passen perfekt zu deiner Löwenmähne. Bei meinem Sieg bekommst du ein geiles Essen und zum Schluss kaufen wir uns richtig geile Ketten. Okay. War sehr gut. Mit oder ohne Eis, die Ketten? Mit Eis. Okay. Richtig teuer extra für dich. Sehr gut. We love a provider. Ein Provider? Nein, ich kaufe dir alles. Sehr gut. Perfekt. Du bist auch weiter. Dankeschön. Du bist auch eine Runde weiter, aber du musst dich beweisen nächste Runde, okay? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich krieg's der Dichter, ja? Ja. Ja, hallo. Ich bin Alassan. Ich bin 18. 18? Ich spiel Basketball, ja. Oh, du bist jung. Wie alt bist du? 24. Ist okay, ja. Ist okay. Nee. I can be your mama, yo. Damn. I can be your mama. Sagst du? Ja. Du bist ein kleiner Bro für mich. Damn. Aber du bist cute. Hast du vielleicht so eine kleine Schwester oder so eine Freundin, mit dem du ihn verkuppeln könntest, so auf den so? In Wien safe. In Berlin, ich bin gerade fresh. Aber ich komme auf Wien, kein Problem. Ja, in Wien, of course. In Wien, ich kläre dir eine 18-Jährige. Wäre älter, wäre dein Type so, hätte der eine Chance bei dir? Ja, wenn er allgemein älter ist, Gesicht älter, Statur älter, auch das Selbstbewusstsein ein bisschen älter, dann auf jeden Fall. Weil du hast gerade gesagt, er ist zu jung für dich, aber eigentlich, ihr wart gerade high hier am Viben. Aber 18. Kommt in Wahrheit aus Nigeria, weißt du, ja. Dass man ja Alter hat. You're Nigerian.
Red Flag, nicht Spaß. Er hat noch mehr PS, weißt du, ich meine? So ein Neuwagen, der hat ja auch noch mehr PS. Dann, okay, Mr. PS, ja. Du bist 18, ja. Du zeigst mir, dass du erwachsen bist, ja. Dann lass ich dich eine Runde weiter. Perfekt. Okay. Bro, das ist einfach King One, ja? Was geht? Was geht? Alles gut? Ja, aber bei dir? Mhm. Wie heißt du? Kaira, wie heißt du? KJ, KJ. KJ? Ja. Yeah. Cool. Für was steht diese Abkürzung, KJ? KJ? Mhm. Kannst du später sagen. Kann ich zu spät sagen. Ja, ja. Wo kommst du? Wo ich geboren bin, ja, wo meine geboren? Wurzeln sind. Geboren? Yeah. Ich bin in Wien geboren, ich bin Österreicherin. Österreicher? Mhm. Und ich bin auch hier geboren? Nicht oder schon? Doch, schon. Du bist Berliner, Berliner? Ja, ja, ja. Sieht man selten tatsächlich. Aus welchem Bezirk? Aus Steglitz. Du bist nicht aus Steglitz, Bro. Wir wissen alle, du kommst aus O-Block. Yo, Bro, sag mal ehrlich, was ist dein Bodycount? Mein Bodycount? Ja. Nein, Bro. Ah. Bruder, ich rede nicht von Frauen. Was ist dein Bodycount? Bro, mein Bodycount? Ah. Wie alt bist du? Entschuldigung, ich muss kurz... 19. Oh, Leute, das sind alle so Babys. Babys? Ja. Willst du sagen, du verhältst dich wie ein 19-Jähriger so? Yeah. Ja. Ja? Ich würde sagen, ja. Dann bist du leider nicht drin. Damn. Da muss ich dich leider gehen lassen. Okay. Bro, kannst du mir einen Gefallen tun? Komm mal her. Sing bitte einmal mit mir. Wenn ich 19 wäre, ich würde safe. Aber ich bin nicht 19. Aber Justus ist ein Horn. Ja, ich mache natürlich damit. Horn ist Moderator. Was geht das für meine 8? Hallo? Okay. Unseriöser Moderator, Bro. So sogar, ja. Wie geht's auch? Ich habe gehört, bis 24. Mhm. Wie alt schätzt du mich? 23. Nein, ich bin 25. Ich bin nicht 25, Bro. Ich mag deinen Drip, though. Ich mag deinen Drip auch. Ja. Yeah. Okay. Yeah. You really got it. Findest du meinen Drip? Das ist auch hart. Da ist sehr viel Potenzial für mehr. Ja. Yeah. Drip. Aber das ist auch krass. Yeah. Yo, Bro, zeig mal deinen Retwist, Loki. Hast du nicht Haare gemacht extra? Oh, Twist. Yeah. 10 out of 10. Stehst du auf Dreadheads? Ja. Yeah. Who don't? Was sagst du weiter? Was sagst du weiter, oder nicht? Of course. Bro, sein Horn, ja, ich muss gestoppt werden. Warte, so geht's ja. Hi. Oh, hallo, was ist passiert? Ich hab mir leider beim Sport den Knöchel gebrochen. Welchem Sport? Normal Fitness. Ja. Macht man da, um sich den Knöchel zu brechen? Ich bin ausgerastet. Ey, ich hab gehört, das heilt schneller, wenn du drauf küsst. Pisst! Küsst! Achso! Oh, no, damn. I was like, you're pissing on it? No. Ich glaube, der Arzt weiß besser, was da zu tun ist. Bewerte mal von 1 bis 10 optisch. Du bist ein sehr gepflegter Mann. Mhm. Man sieht auch, dass du Sport machst. 7, 8. 7, 8? Mhm. Ja, kann ich mitleben. Kannst du mitleben? Was gibst du hier von 1 bis 10, Bro? Ich würde schon so eine 8, 9 geben. Bullshit. 8, 9 geben? 8, 9? Wieso Bullshit? Raus! Das ist zu wenig. 8? 8, Leute. Also, ich bin Luciano, bin 21 und ja. Luciano und 21 yes. Und ein Shy-Boy. Du bist richtig shy. Damn. Komm, ich habe davor ein bisschen über Confidence geredet. Ich stehe auf Confident. Man, yo. Stell dich mal ordentlich hin. Oh, darfst du nicht so pressen? Ich will mich nicht so pressen lassen. Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn erzählen von dir? Du musst mir schon was sagen. Es ist so die Energy eher so. Deine Körperhaltung, die mit mir spricht und so. Bro, erzähl was Interessantes. So. Damn. Na, Bro. Ein bisschen Energy, was geht so, Bruder? Warum sollte sie dich weiterlassen? Warum sollte sie mich weiterlassen? Ja. Weil ich Cash habe. Cash, aber keine Confidence? TC, yo, Cash and Confidence, that's my type, yo. Yo, Bro, wie viel Cash hast du? Wie viel genau? Cash ich habe? Ja. Also Ende des Monats kommt mindestens 5k rein. Also du würdest sagen, du hast so viel Cash, dass es für dich eigentlich nichts ausmacht, so einen Taui zu verdienen oder so? Ein Taui ist trotzdem Geld. Wer den Cent nicht hat, ist ein Euro nicht so wert. Hast du so viel Cash, dass du mir jetzt einfach so ein Taui geben kannst und es so beweisen, so auf den so? Bro, ein Taui ist trotzdem viel Geld. Ein Taui ist 100, trotzdem viel 100, Geld. 100 geht auch. 100? Ja, Bruder, hast du jetzt 100 Euro? 100 Euro als Cash habe ich nicht. 100 Euro das als Cash ich. Hast du nicht. Ich bin ein Kartenmensch. Ist er weit oder nicht? Ich finde, du brauchst noch so ein bisschen so einen Confidence-Schub und deine 5K amazing. Mach weiter so, ich wette, irgendeine Frau findet 5K amazing. Toll. Aber ein. W-Man. Du findest die Richtige. Damn, was hast du da für ein Hoodie an? Der ist fresh. Der? Ach, Bro, den hat mir Boutique-Clothing geschickt, Bro. Der ist fresh, oder? Ja, Mann, ich fühle ihn behindert. Willst du auch so einen haben, Bro? Oh, eigentlich schon, Digga. Gib mal her, Junge. Bro. Material, nice. Okay. Mhm. Schnitt. Fit. Okay, oh. Check the back. Oh, okay.
Ey Leute, schaut an Boutique Clothing, die haben das Video hier gesponsert. Ey, dieser Hoodie ist jetzt available. Checkt den unbedingt ab. Mit meinem Rabattcode kriegt ihr auch 10% auf den Hoodie. Kauft den alle. Hammerqualität, sieht baba aus. Ich meine, ihr seht mich doch, oder? Deswegen checkt auf jeden Fall die Jungs von Boutique Clothing ab und kauft euch den Hoodie jetzt sofort. Link in der Beschreibung. Yes, sir! In der nächsten Runde dürfen die Jungs selbst entscheiden, ob sie Kaira weiterhin kennenlernen wollen oder ob sie sich doch lieber selbst eliminieren wollen. Hey, ihr seid die Jungs, die alle weiter seid. Wer von sich aus jetzt raus möchte, darf einmal raus. Auf 3, 2, 1. Okay, alle sind noch drin, Okay. Hättest du gedacht, alle wären drin? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin sehr überrascht, dass alle drin geblieben sind. Okay. Was hättest du gedacht, wer rausgeht? Du? He? Just? Na, aber ist gut. Damit können wir arbeiten auf jeden Fall. Aber was ist mit ihm da? Oh ja. Er war auch drin. Oh. Wenn er jetzt rausgeht, wäre ein bisschen traurige Geschichte hier. Ich sehe seinen Arsch, er ist so ein Horn hier, ist Moderator, Bro. Okay, du hast jetzt, glaube ich, noch 6 Jungs drin. Hast du einen Favoriten oder so? Nee, einen Favoriten habe ich nicht, aber es gibt schon so den einen oder den anderen, der ein bisschen sympathischer ist als der andere. Sag mal, sag ganz leise so, dass man hört dich, die muss nicht hören. Ich habe vergessen, wie die alle heißen, aber ich glaube. Ich höre dich. Prince ist ganz gut. Okay. Dein Name ist immer wieder genau gleich, Bro. What the fuck? Ah, Leute, du kommst in die zweite Runde. Die Jungs dürfen jetzt nochmal sie ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen mehr mit dir reden. Und wir werden auch ein paar mehr Fragen stellen, damit das Ganze ein bisschen interessanter wird. Let's go. So, hör mal, Sportsfreund. was ist Big Dick Energy für dich? Big Dick Energy, wie ich vorher gesagt habe, Confidence. We love some confidence in a man, yo. Wenn du mir dieses Selbstbewusstsein gibst, dann passt alles. Gibt er dir Big Dick Energy? Yes, sir. Ja? Die Confidence ist auf jeden Fall da. Ich habe schon mit dir davor geredet, so auf den so mit Snowboarden und so. Wie ernst meinst du das? Kannst du wirklich snowboarden? Ich war in der Schule im Snowboard-Kurs und war jetzt auch in... Du kannst mir safe snowboarden beibringen, oder? Du bist Profi, oder? Hab ich Profi so ist crazy, ich war schon ein paar Mal, aber Profi ist crazy. Ja, dann bring mir das bei, dann gucken wir mal hier so. Heißt das, du bist gut im Sliden so? Call me Cristiano Ronaldo, the way I be curving them balls, you know what I'm saying? No diddy. Just du wohnst Berlin, ich wohne nicht weit weg. Wo wohnst du? Lass mal snowboarden gehen. Wo wohnst du? Hamburg. Hamburg? Mhm. Wie weit ist Berlin-Hamburg? Eine drei Stunde, Stunden? Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden, wirklich? Well, I got a car, so okay, it's dann. No biggie. Be quick. Tashi. Period. Passenger princess, ne? Passenger princess, yeah. I ain't got no much to say. Aye, next, let's go. Oh, was geht? Was geht? Habe ich dir vorher schon gesagt, dass dein Outfit gut aussieht? Nee, ich weiß gar nicht, aber danke schön. Auf jeden Fall sehr gut. Schaust du Fußball? Ich sehe gerade, du hast ein Arsenal-Trikot. Ja, genau. Ich wollte dieses Trikot dir schenken, weil ich glaube, dir steht es auch sehr gut. Oh, das ist süß, aber ich glaube, ich bin eher so ein Real Madrid-Type of Girl. Ich sag mal so, ich hasse Real Madrid, ich hasse alle spanischen Vereine, aber für dich kann ich eine Ausnahme machen. Ja, schwierig. Was für Männer stehst du so? Real Madrid-Fans, Spaß. Und muss es groß sein? Was denn? Weißt du, das ist richtig. Sorry. Wenn ihr alle schon so redet, dann kann ich auch machen. Nee, ist nicht wichtig. Was ist das Wichtige beim Mann? Confidence ist ganz, ganz wichtig für mich. Ein Mann muss selbstbewusst sein, er muss stabil sein. Er muss Rücken haben, weißt du was? Also wenn er Rücken hat und so ein Zentimeter ist okay? Es gibt andere Methoden, oder? Man muss nicht immer nur seinen Schwanz benutzen. Welche Methode? Die? Ja, komm, wir wissen alle, welche Methoden es gibt. Genau. Zieh mal was für dich. Wo wohnst du in Berlin? Welcher Bezirk? Neukölln. Ratatata. Im Ghetto. Ghetto. Im Ghetto. Wenn du einen Rücken brauchst, weil da sind ja viele gefährliche Männer. Ich bin ziemlich kräftig, ich kann dir helfen. Zu mir wurde gesagt, ich soll mich ein Silvester fernhalten von Sonnenallee, weil da ist Krieg. Und vielleicht brauchst du Rücken. Ich hab Rücken. Willst du mal seinen Rücken anfassen, so? Trainierst du? Ein bisschen. Ich musste ja wegen Verletzung musste ich pausieren, aber. Bruder, mach mal so ein 360 und spar mal an. Wie gesagt, ich musste Pause machen. Ist mit, sag ich ehrlich. Ich musste Pause machen. Ich kann die ist kein stabiler Rücken. Ich hab eine letzte Frage. Tix, was sind drei Gründe, warum sie dich weiterlassen sollte? Ich bin Confidence auf jeden Fall. Ich bin lustig. Und ich habe mir vorher Reichweite gegeben bei meinem Video. Wow! Ja.
Flag, Red Flag. Ich kann mir selber Reichweite machen. I don't need you for that. Sehr unsympathisch, dass du das gesagt hast. Hier so diese Werte zählen. I don't give a fuck about your YouTube-Account, for real. Mich raus. Mhm. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Du bist ein sehr netter. Damn, Kaira, ich freue mich wieder dabei zu sein auf jeden Fall. Damn me up. Freut mich auch. Jetzt können wir uns näher kennenlernen. Ich wollte fragen, was für Musik hörst du? Hip-Hop, Afrobeats. Was sind deine Lieblingsrapper? Rapperinnen. Oh. Ich stehe auf Female Hip-Hop. Wen feierst du? Feierst du Sexy Red? Sexy Red. Big Sexy, Big Sexy. Big Sexy. Lass mich rappen, du tanzt. Okay, okay. Slim, thick, combo, skin, far, fattest, bitch, it, hin, her, down, bills, pay, catch okay, me, okay. Slime, in a bass. Du magst so ein bisschen so diese Ratchet-Rapperin und so, ne? Von 1 bis 10, wie Ratchet würdest du dich selbst beschreiben? Der Ratchet. 10. Damn! Ratchet! Damn! Du bist ratchet as fuck! Würdest du gerne mal so ein Chirac leben so? Nee, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden hier. Back to the story, so du meinst gerade, du feierst Leute, die Sport machen? Gym hitten so? Ja, definitely. Ich hitte Gym so. Und? Zeig mal Apps. Apps? Apps. CLS. Was sagst du so in diese Slim Tea? Auf jeden Fall, da. Willst du mal anfassen, Sophie? Nee. Dass diese. Anfassen hier. Ruhige. Ich hab gesehen. Lightweight, weißt du? Yo, Kaira, ich habe eine Frage kurz. Würdest du lieber einen Typen daten, der rich ist, aber ein Cheater ist? Oder lieber einen, der loyal ist, aber broke ist? Bro. Ja, of course, loyal, aber broke. Okay. I can get my own money. Okay, say less, say less, say less, say less, say less, say less, say less. Die lieben loyale Männer. Bist du ein loyaler Mann? 100%. Wusstest du, ich hatte noch nie eine Freundin. Never ever. Könnte sie deine erste werden? I don't know. Erstmal ein bisschen kennenlernen, würde ich sagen. Weißt du, ich kann nicht auf diese. Man kann nicht auf erste Date in ein YouTube-Format sagen, ob man jetzt diese. Seine Baby Mama machen will, weißt du? Deswegen, ich muss erstmal hier, diese YouTube-Format, danach. Yo, Bro, wenn du mit deinem Tier Sex haben möchtest, welches Tier? Boah, gar keins am liebsten. Pussy. Cat. Yes, thirsty. Cat, no cap. Ich würde diese Pussy hitten so. Oh, hell no. Yes, thirsty. Erst weiter wegen weil Sexy Red und Caribou. Yes, sir. Fucking on the scam, that's rich ass. Nigga. Mr. 18, right? Yep. Meinst du davor irgendwas von Wien? Kommst du aus Wien? Ich komm aus Wien. Ist schön da? Ja, ist schöner, schön. Sagst du schöner als du oder ist. Oh, schwierig. Ich würde sagen, ziemlich gleich schön. Ich ja, also schon so 11 von 10. Oh. Yeah. Right. That's the energy we want, yo. Yo, Leute, ich hab ne Frage an euch. Welcher Bodycount ist zu hoch? Es gibt keinen zu hohen Bodycount. Wenn 500 ist? Solange du gesund bist, solange du deine Tests machst und gar keinen Bullshit da mitträgst mit dir, ist okay, 500 auch. Also, wie sieht es bei dir aus? Welcher Bodycount ist zu hoch? Wie sie sagt, ja, man muss auf seine Gesundheit achten, aber es gibt schon so, kommt auf Alter an, so, bei dir, du meinst 24, 30 ist schon viel, weil 30 verschiedene Ds in dir, ich weiß ja nicht, Digga. So. Sorry. So, deswegen. Okay, was ist euer Bodycount, wenn ich fragen darf? So? 4. Ich sag doch, ich bin kaum. Und du stehst auf Sport, was hältst du von Basketball? Ich liebe jede Art von Sport, die ein Typ betreibt, also... Ja? Willst du mal zu einfachem Spiel kommen? Ah, spielst du Basketball? Ja. Ja, okay, dann safe. Ist er weiter? Ja, ist weiter. Hi! Hey. Du hast gesagt, da ist Kaira, ne? Mhm. Was ist an euch jeweils die größte Red Flag? Manu, was ist deine größte Red Flag an dir? Kommunikation, Loki. So. Wieso? Ich melde mich manchmal. Also nee, ich kann gut kommunizieren so, aber ich melde mich halt manchmal nicht so. Okay, was ist deine größte Red Flag? Meine größte Red Flag ist so Unpünktlichkeit. Aber ansonsten habe ich keine Red Flags, Leute. Bisschen eifersüchtig. Kerl. Manchmal so Eifersucht ist gut, aber nur so eine gesunde Eifersucht. Aber leider, du musst raus. Kommunikation ist das A und O für mich. Also wirklich. Ich meine, ich einfach nicht. Ich kann ja auch. Ja, gut. Sorry. Raus? Ja, raus! Hey, GG's, Bro. Nisa. Shit, normalerweise mache ich nicht bei Formaten mit. Aber damn, für dich. Guck mal, du meinst, du bist ratchet. Sometimes, like, also wie ich gesagt habe, so für unsere europäischen Verhältnisse bin ich wahrscheinlich schon ratchet. Yeah. Ein bisschen. Ja. Bist du auch ein Freak? Of course I'm a freak. Ja. Yeah. Also natürlich vorausgesetzt für den richtigen. Das auf jeden Fall, Teil natürlich shit. Nicht für jeden. Like, the fuck you, Chandu. Von der Skala von 1 bis 10 freaky bist du. Kommt drauf an, wie freaky mich der Typ machen kann. Jo, was glaubst du, wie freaky du sie machen könntest von 1 bis 10 so? Oh shit, ich bin auch ein Freak, shit. Wir kennen uns ja Energy Matchen. Okay, wenn ihr beide sagt, ihr seid freaky, was ist der crazyste Ort, an dem ihr jemals, ihr wisst schon, Chakalaka, Boom, Bau gemacht habt?
Ist das nicht ein wenig zu privat, yo? Ihr seid doch Freaks, oder nicht? Wenn meine Mom das sieht, I'm so sorry, yo. Okay, was ist bei dir? Ich glaube, es gibt fast nichts, wo ich nicht gemacht habe. Damn, okay. Schwimmbad, Kabinen, Wald, alles. Wald? Nee, das fehlt noch. Okay. Ich bin noch nie Langstrecke geflogen mit einem Dude. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich Langstrecke... Du redest mit mir, du. Du zahlst den Flug, viel Spaß. Okay. Na, okay, und wo hat es dir am besten gefallen? Zu Hause im Bett ist immer. Zu Hause im Bett ist immer am besten, oder? Okay. Bei mir, Bibliothek. Das ist auch crazy, yo. Yeah, wir mussten leise sein. Bist du gut darin, leise zu sein? Wird man sehen, wenn es zu weit ist, oder? Was sagst du, bin ich weiter? Meintest bloß, du wirst ratchet. Und das hat mich gecatcht. Wenn du nicht nur so nasty sein kannst, also ich bin auch, sorry. Ja, bitte, mein Video soll monetarisiert werden. Wir sind ein family-friendly Channel. Ich wollte einfach fragen, bist du eher so eine traditionelle Frau? So? Und du verstehst, was ich meine? Also so in beziehungsmäßig schon. Ja. Muss schon so sein. Okay. Denn ich bin auch relativ traditionell. Also ich glaube einfach daran. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Frau zu Hause bleiben soll, aber I got you, like, okay, was auch immer du brauchst. Ah, ist er weiter oder nicht? Of course. Ja, diese letzte Antwort, super toll. Oh, davor, wir kennen beides. Beides ist gut, ist immer gut. Dankeschön. In der nächsten Runde hat Kaira die Chance, die verbleibenden Kandidaten noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, bevor sie sich letztendlich für einen Gewinner entscheidet. Okay, Kaira, das sind deine 4 Finalisten, okay? Ich möchte jetzt was von dir, und zwar, tu jetzt mal bitte die aufstellen im Ranking von den du am besten aussehen findest, bis zu den du am wenigsten gut aussehen findest. So allgemein fit, face, wen du einfach optisch am attraktivsten findest. Ich weiß nicht, wie wichtig dir was ist, das musst du entscheiden. Stell hier bitte denjenigen hin, der am attraktivsten ist, am schönsten, wie auch immer, und hier der am wenigsten schön ist. Der ist so richtig hässlich, mein Spaß. So. Das ist so gemein, ich mag das gar nicht so zu ranken, aber ich muss. Ihr seid alle sehr hübsche Jungs, wirklich, muss ich ehrlich sagen. Und bitte nehmt es mir jetzt nicht persönlich, okay? Number one. Dann der freshest one. Okay, my boy. Because he got a pretty face. Er hat so süße Augen, schöne Lippen. Ach so, magst du so ein bisschen Gangsters und bisschen so? Bisschen Gangster kaputt. Kann schon okay, sein. Okay, ich check. Ich glaube, das ist Nummer 2. Er hat schon mal jemanden umgebracht. Ich muss sagen, dann ganz noch. Nein, das ist Spaß, das ist Spaß. Violence, we don't like violence. Ich würde sie so stehen lassen. Du hast ein süßes Babyface. Babyface ist ein bisschen zu baby. Und du bist ein Baby. Du bist zwar richtig Loki, ich erkenne ein Muster, Loki. Super, du hast ja super ein Muster. Aber du hast auch ein Babyface. Ich will nicht sagen, racially motivated, aber. Racially motivated. Young, yo, you know. Ja, du bist young, aber fresh. Snow. Ja, wahrscheinlich. Snow. Wow. Okay. Du musst jetzt, bevor irgendwas passiert, einen rausnehmen. Du kannst es ihn rausnehmen, weil er dir optisch am wenigsten gefällt, oder du kannst sonst ihn rausvoten. Ist ganz lieber das. Du musst jetzt einen rausmachen. Okay, dann machen wir das gleich so, wie es dir so steht. I'm sorry. Aber du bist richtig cool. Aber wir könnten richtig nice Friends werden. Bruder, es sollte so sein, weißt du, It is what it is, so, aber ich kann das trotzdem so tanken, so raus, weil ich einfach... Ich bin Him, Loki, deswegen. Aber warte, ganz confident. Wichtige Frage, bist du Lil Twizy, du? Broski, ich bin Him, aber nicht Lil Twizy. Ich weiß nicht mehr, wer dieser Lil Twizy ist, aber... Oh mein Gott, shoutout an Lil Twizy, man. Shoutout an Kony Gaboni, der freshest. Ich hätte dich gewählt, Bruder, Okay, du hast jetzt hier deine letzten 3 Kandidaten, deine 3 Finalisten. Ich weiß nicht, gut du dich erinnern kannst, aber versuch ich mal zurückzuerinnern und sag mal, was bei wem gut gefallen hat und bei wem nicht gut gefallen hat. Also an allen dreien hat mir das Selbstbewusstsein alle sehr selbstbewusst. Jeder von denen redet sehr offen und auch ausdrucksstark. Ich mag das sehr... 10 von 10, wirklich. Okay. Toll. Okay. Was hat dir nicht gefallen an jedem? Das Alter. Mhm. Die Nastiness ein bisschen zu nasty, yo. Erstes Gespräch gleich mal über Dings reden und so, ist ein bisschen... Back to back. Aber man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen deine Schuld, weil du diese Fragen gestellt hast. So. Bei ihm war eigentlich nicht so viel, was mir nicht so... Okay, Bro, jetzt machst du zu viel, Bro. Du hast Silbergrills und machst so, Bro, okay? Bro. Bro, du könntest mir damit einen Arm abbeißen, okay? Machen. Du hast ein Spinnentattoo am Hals. Du hast ein Halstattoo und machst so. Hast du eine Frage, aufgrund deren Antwort du einen der Jungs eliminieren kannst? Party. Mach dir Party. Und wenn, was für Party und wo in Berlin? Und wie oft? Und wie oft feiert ihr? Shit, also ich war letztes Jahr ein bisschen mehr feiern.
Aber dieses Jahr war ich, glaube ich, erst einmal im Club, weil, aber ich gehe nicht so oft feiern eigentlich. Okay. Also zum Thema Feiern sage ich ganz ehrlich, wenn du unbedingt gehen willst, lass zusammen gehen. Verstehst du, weil du sollst nicht alleine gehen. Aber so freiwillig einfach feiern gehen, das kann ich auch zu Hause machen. Okay. Einfach geht's zu Hause, wir können so Musik draußen, also wir können so viel krasseren Shit machen als im Club. Du kannst, du meinst, wir können sippen, fett Musik hören. Ja, und dann auch diese, wie heißt das, machen. Diese Scheiße, verstehst du, wir können das alles machen. Erstmal geht es darum, in einer Beziehung zu feiern oder einfach allgemein? Einfach allgemein, also wie du allgemein zum Thema schon, Party stehst. Mhm. Allgemein gehe ich relativ schon oft feiern. Mhm. Ich bin YouTuber, ich mache Vlogs, ich werde oft irgendwo eingeladen. Deswegen, ich gehe da hin, ich mache meine Vlogs. Aber ansonsten, wenn ich keine Vlogs mache, gehe ich nicht so oft raus, weil ich am Arbeiten bin, am Stream bin oder sonstiges. Aber eigentlich bin ich offen, shit. Findet ihr in einer Beziehung ist Red Flag oder No-Go oder so? Na, warum denn? Was? Ich frage einfach. Feiern gehen. Feiern in einer Beziehung. Oh. Ein Vertrauenbasis muss schon da sein, Digga. Ein Vertrauenbasis muss ja da sein, weißt du? Sonst. Vertrauen, Digga, lass dir doch einfach Spaß haben, Digga. Was? Ja, aber Vertrauen ist so oder so wichtig. Also ich finde, das soll man gar nicht anfechten. So, wenn man so direkt sagt, so, ey, ich lege voll viel Wert auf Vertrauen, das gibt mir das Gefühl, so, dass du so aufdringlich sein willst. So, natürlich gehe ich raus und mache das oder chill zu Hause, aber wenn sie rausgeht mit ihren Freundinnen, Digga, dann juckt mich das ein Scheißdreck, Digga. Sie sagt, sie geht raus, ich glaube ihr. Wer checkt mich schon, was meinst du? Ja, aber nur, also nur. Nein, du hast vollkommen recht, aber du hast gerade einfach mit Vertrauen einfach 100%, 100%. Erklärt. So. Kannst du basierend auf der Antwort schon einen rausgucken? Ja. Ja? Du musst leider raus. Wieso er? Warte, wieso er? Weil er einmal feiern war dieses Jahr. Damn, es gibt zu wenig Feiern. Wir sind im fünften Monat dieses Jahres. Wie oft sollte man feiern? Schon so einmal im Monat feiern gehen, gehört schon. Also zu wenig feiern ist eine Red Flag. Nicht eine Red Flag, das ist natürlich, das ist subjektiv betrachtet, meine Meinung nach. Ich liebe es, ein bisschen Party zu machen, ein bisschen zu shaken. Und ich finde, jemand muss mein Vibe catchen. So, du willst dann auch auf deinen Boyfriend in dem Fall shaken und so? Ja, und dann natürlich will ich auf meinen Boyfriend shaken. Hi, du hast hier deine zwei Finalisten. Bevor ich wieder eine Frage stelle, hast du eine Frage an die Jungs? Nein? Okay, Jungs, ich habe eine Frage an euch. Ihr seid zwei Männer, die sie sehr attraktiv findet, hat sie ja schon gesagt. Sie finden euch beide fresh, seid beide confident, etc., etc. Yussi, warum sollte sie dich da Prince aussuchen, Bro? Deswegen, ich kenne meinen Bruder Prince, er kennt uns schon sehr, sehr lange, wir sind gute Homies. Ich würde sagen, ich mag wirklich ihren Vibe, so, weißt du? Normalerweise unter normalen Umständen, ich hätte gar nicht mitgemacht, aber ich habe ja vorhin schon mit dir geredet. Ich glaube, du hast so eine coole Ausstrahlung, was ich an dir mag, dein Fit ist toll. Und Loki, ich könnte das hier irgendwann schenken, weißt du, was ich meine? Ey, ich sehe, wir haben Loki denselben Drip. Magst Silber, ich mag auch Silber. Gefällt mir. Und ich glaube, alles Weitere sehen wir dann einfach weiter. All love to my nigga, you see. Also Liebe an ihn. But I'm just better than him. Also ich bin einfach besser. Also ich arbeite schon sehr lange an so mir selber und das soll jetzt nicht irgendwie egozentrisch klingen, aber ich liebe den Progress und so. Ich will jetzt nur also so mit jemandem chillen, mit dem ich so Progress aufbauen kann. Sei es beim Party machen, dass wir irgendwie neue Moves können, wie betrunken wir werden sein können. Hauptsache das Leben macht Spaß, weil im Endeffekt die Zeit ist unser größter Gegner. Und das, deswegen, ich kann nicht immer alles mehr so ernst nehmen, wie ich es immer gemacht habe. Let me just chill, take the chill pill. Ich habe eine Frage. Du hast gerade gesagt, du bist einfach besser als er. Yeah. In welchen Bereichen bist du besser als er, Bro? Well, I mean, in being that nigga. But still, he's my brother. You know that. Kannst du dich schon entscheiden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Aussage war definitiv aussagekräftiger und das war deine. Deins war so ein bisschen so, ich bin besser und so, er war so, yo, we can do that. We met you, yo. Victory. Bro, das kann nicht sein, dass Yussis Arsch zweimal hintereinander gewinnt, Bro. Das ist eine fucking Jury, Bro. Der kann nicht jedes Mal die Girls wegnehmen, Bro. Aber, Bro, was ist das? Soll ich Yussi disqualifizieren in Zukunft? Irgendwie, das ist nicht cool, oder? Also, langsam werde ich sauer. Ey, eigentlich ihr müsst euer Game upsteppen, weil kann nicht sein, dass ihr jedes Mal die Jury gewinnt, Bro. Habt ihr irgendwelche letzten Worte? We're gonna party on KDK. Was machst du heute Abend? Nichts. Seid ihr ein Match? Ja, wir sind ein Match. Okay. Lucy, ja? Dann Arsch des Jury, warum gewinnst du schon wieder? Weil du gesagt hast, du sollst mitmachen gehen. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Doch. Warum lügst du?
Anyways, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ganz wichtig. Ey, 2K Likes, das ist das nächste. 20 vs. 1. Ey, ganz, ganz wichtig, wenn du auch mitmachen willst beim nächsten Video, egal ob du die Hauptkandidatin sein möchtest, ob du einer der anderen Kandidaten sein möchtest, schreib entweder Yusi oder mir auf Instagram. Dann kannst du beim nächsten Video dabei sein. Du musst mindestens 18 sein. Wenn du nicht 18 bist, schreib bitte nicht. Okay, ich habe kein Selfie einstellt. Ey, ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Grrr.